Und in dem Moment kommt eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Moment, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort steht, Abdullah ibn Maktum kommt von der einen Seite, auf der anderen Seite stehen die Führer der Quraysh. Abdullah ibn Maktum spricht ihn an, ja Muhammad Arashidini, sag mir was Schönes, sag mir was Nützliches. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht nicht direkt auf Abdullah ibn Maktum ein, sondern wendet sich den Quraysh zu und fragt sie, ist alles okay? Alles in Ordnung soweit? Habt ihr alles verstanden? Er könnte ja jetzt vieles machen. Er könnte ja sagen, okay, in Ordnung, dann rede ich kurz mit Abdullah ibn Maktum. Aber bis dahin kam es gar nicht mehr. Im selben Augenblick, wo das passiert, wo er sich von Abdullah ibn Maktum abwendet, zu den Quraysh, und nur fragt, ist alles in Ordnung soweit, kommt eine Offenbarung von Allah SWT. Und diese Offenbarung ist die, der Beginn von der Sura von heute. Abasa wa tawalla. Er hat diese zwei kleinen Falten hier zwischen den Augen und wendet sich ab. Allah erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich abwendet. Von wem? Nicht von den Führern der Quraysh, sondern von Abdullah ibn Maktum. Normal würde man das umgekehrt erwarten. Normal ist es eigentlich ein Drama, wenn du dich von einer berühmten Persönlichkeit abwendest, von einem König, von einem Führer. Wenn du dich von dem abwendest, dann würde man das erwähnen. Was hat er gemacht? Der lässt einfach den König da so stehen, sagt, hä? Man stelle sich das vor, Musa gegenüber dem Pharao. Musa steht vor dem Pharao und mitten im Gespräch wendet er sich ab. Das wäre News gewesen, eigentlich. Wenn man das berichtet, dass jemand sich abwendet, dann eigentlich von der VIP-Person, von demjenigen, der diese Stellung hat. Vor irgendjemandem auf der Straße, und das ist keine große Sache, wenn du auf der Straße bist und du wendest dich von jemandem ab, aber wenn du dich von einem VIP abwendest, das ist eine Sache, die Erwähnung findet. Das würde heute noch in der Zeitung stehen, wenn du gegen das Protokoll verstößt bei einem VIP. Was bedeutet, der VIP in diesem Fall bei Allah sind nicht die Führer der Quraysh. Das sind gar nicht die VIPs. Das sind die Leute auf der Straße. Das sind die irgendwelche. Der VIP bei Allah ist Abdullah ibn Maktum. Das ist die Erwähnung wert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich von ihm abgewendet hat. Im allerersten Vers ist schon klar, so versteckt in den Zeilen, wer der VIP ist. Ja, da sind ein paar Leute von den Quraysh, brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Aber du wendest dich ab von Abdullah ibn Maktum? Wie? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Vorbildfunktion. Und der Maßstab für seinen Charakter ist nicht wie von uns. Bei uns wäre das etwas sehr Normales gewesen. Bei ihm wird selbst auf sowas geachtet. Allah erwartet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er selbst, wenn jemand sich unangemessen verhält, dass er nicht auf diese normale Art und Weise reagiert, was er nicht mehr getan hat. Er war nur am Überlegen, was er macht. Mehr hat er nicht gemacht. Er war lediglich am Überlegen. Aber diese unangemessene Situation entstand deswegen, weil jemand motiviert war. Wenn jemand lernen will. Und auch wir sollten im Alltag unterscheiden zwischen diesen beiden Situationen. Es kann sein, jemand verhält sich nicht so, wie wir es erwarten, aber er macht das aus Begeisterung. Er macht das wirklich, weil er diese Religion liebt. Das ist die eine Möglichkeit. Und damit sollten wir immer anders umgehen, als mit jemandem, der einfach nur kein Benehmen gelernt hat. Abdullah ibn Maktum hatte Begeisterung und Motivation für diese Religion. Das hat zu dieser Situation geführt, das ist immer was anderes. Und später, das war, wenn später Abdullah ibn Maktum kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er ihn immer damit begrüßt und diese Situation nochmal erwähnt. Später, wenn Abdullah ibn Maktum kam, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn so willkommen geheißen und ahlan wa sahlan, herzlich willkommen. Und er hat das so ausgedrückt, so, Herz, ich heiße den willkommen, wegen dem mich Allah ermahnt hat. So ist er mit dieser Situation umgegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verstanden, dass hier eine Situation von ihm erwähnt wurde, von Allah, die eine ganz leichte und milde Kritik war. Und er hat sich immer daran erinnert. Herzlich willkommen demjenigen, der, wegen dem ich von Allah ermahnt wurde.